Während wir in Deutschland schwitzen, schneit es am anderen Ende der Welt. In Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg ist zum ersten Mal seit 11 Jahren Schnee gefallen. Am Montag wurden in der umliegenden Provinz Gauteng mit -2 °C die kältesten Temperaturen des diesjährigen Winters gemessen, die tagsüber auf 6 bis 13 Grad stiegen. Zwar warnten die Behörden die Bevölkerung, sich warm zu halten, das hielt aber viele Südafrikaner nicht davon ab, nach draußen zu gehen und das Schneetreiben zu genießen. Der Schnee, das ist etwas, was nicht oft hier passiert. Es ist einfach großartig. Das Wetter ist wunderschön. Aktuell ist in Südafrika zwar Winter, aber Schnee gibt es hier im Schnitt nur etwa alle 10 Jahre. Zuletzt am 7. August 2012. Auch in anderen Teilen des Landes auf der Südhalbkugel fällt im Winter nur sehr wenig Schnee. Nach Angaben des südafrikanischen Wetterdienstes schneite es am Montag auch in anderen Provinzen Südafrikas. Bis auf Verspätungen im Berufsverkehr blieben größere Störungen aber aus.